Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Schütze-Singles haben im Juli viele Gelegenheiten, tolle neue Leute kennenzulernen, vor allem auf Reisen, Weiterbildungen oder bei Hobbykursen. Für fest liierte Schützen bietet vor allem die erste Monatshälfte Gelegenheit für zärtliche Stunden und vertrautes Zusammensein. Falls ihr ein ganz persönliches Anliegen habt, bin ich gern mit einer Beratung für euch da. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein Lilith-Buch zu gewinnen, denn es ist jetzt in der neuen und überarbeiteten dritten Auflage als Taschenbuch erschienen. Und eins der neuen Bücher mit einer persönlichen Widmung drin verlose ich in diesem Monat. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Und jetzt schauen wir in eure Sterne für den Juli. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Der Monat startet mit der Sonne im Zeichen Krebs und sie bildet gute Aspekte, die in der ersten Woche in festen Beziehungen mit der Familie für gute Stimmung sorgen. Für Schütze-Singles stehen Venus und Merkur sehr günstig im Zeichen Löwe und gegenüber steht der Mars im Wassermann, der jetzt rückläufig geworden ist. Und das Ganze bei euch auf der Wissensachse. Ihr könnt also neue Leute kennenlernen, indem ihr etwas dazulernt und euch weiterbildet oder vielleicht Ferienkurse besucht. Auch Reisen stehen unter guten Sternen, besonders kulturell anregende Städtetrips. Nur zwischen dem 3. und dem 7. müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht um Kopf und Kragen redet, weil eine Diskussion ziemlich heiß werden kann. Natürlich gilt auch für euch, dass der rückläufige Mars bedeuten kann, dass neu angefangene Bekanntschaften oder Vorhaben ins Stocken geraten können. Aber bleibt ruhig offen dafür, dass die Dinge auch wieder in Gang kommen können und gebt nicht zu früh auf. Am 10. Juli wechselt die Venus das Zeichen und geht dann in die Jungfrau. Damit aktiviert sie dann für knapp 4 Wochen den Karrierebereich eures Horoskops. Und wenn ihr jetzt keinen Urlaub habt, erlebt ihr bis zum 18. Juli eine besonders produktive Phase, in der ihr auch ein bisschen extra Geld machen könnt. In diese Zeit fällt der Neumond am 13. Juli im Krebs, der erscheint als partielle Sonnenfinsternis und für euch fällt er in den Bereich der gemeinsamen Werte und Verpflichtungen. In eurer festen Beziehung kann es jetzt darum gehen, wer sich wie einbringt und wer vielleicht bereit ist, zugunsten gemeinsamer Anschaffungen auf etwas Persönliches zu verzichten. An dieser Konstellation ist Pluto beteiligt, deswegen kann sie auch eine Wertekrise anzeigen, bei der es darum geht, ob Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr den Neumond nutzen, um euch über eure finanzielle Situation im Klaren zu werden und zu schauen, was euch wirklich wichtig ist, was ihr braucht oder worauf ihr vielleicht auch verzichten könnt. Gute Impulse kommen gleichzeitig aus dem Bereich Karriere und Beruf, sodass ihr auch Ideen bekommt, wo und wie ihr neue Einnahmequellen erschließen könnt. Am 22. Juli, abends um 23 Uhr, geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Löwe und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen den Bereich der Pläne und des Fernwehs in eurem Horoskop. Wahrscheinlich zieht es euch jetzt nach draußen in die weite Welt oder ihr überlegt, wie ihr auf andere Weise euren Horizont erweitern könnt. Noch einmal wird jetzt die Chance verstärkt, durch Reisen neue Leute kennenzulernen oder interessante Begegnungen mit Menschen aus einem fremden Kulturkreis zu erleben. Ihr könnt auf diese Weise sogar einem Seelenpartner begegnen, wenn ihr noch auf der Suche seid. Nun baut sich allerdings auch eine starke kosmische Spannung auf, denn die Sonne bildet harte Aspekte zum Uranus und zum Mars. Am 26. wird der Merkur rückläufig und das kann bedeuten, dass eure Reisepläne durcheinander geraten, zum Beispiel durch Verspätungen oder Planänderungen. Weil aber die Begegnungssterne gleichzeitig so gut stehen, regt euch am besten gar nicht auf, denn gerade durch die geänderten Umstände könnt ihr vielleicht jemanden kennenlernen, den oder die ihr sonst nie getroffen hättet. Am 27. haben wir dann den Vollmond in den Zeichen Löwe und Wassermann und das ist dann auch eine totale Mondfinsternis. Zur Schützesonne steht sie harmonisch, sodass ihr wahrscheinlich ein Gefühl von Aufregung und Abenteuer empfindet.
Doch die Konstellationen haben einiges Konfliktpotenzial, denn die Stimmung ist emotional sehr aufgeladen und ihr lauft Gefahr, mit eurer munteren und wahrheitsliebenden Art anzuecken. Schützegeborene sind oft unbekümmert und gerade heraus. Und in diesen Tagen wollen viele Menschen die Wahrheit gar nicht hören. Besonders wenn sich jemand in seinem Stolz und seiner Würde verletzt fühlt, wird sich diese Person dann fürchterlich aufregen, auch wenn der Anlass noch so klein ist. Ihr könnt jetzt zum Beispiel mit Löwegeborenen aneinander geraten, obwohl ihr euch mit denen sonst meistens gut versteht. Auch im Zusammensein mit Wassermännern, Stieren und Steinböcken solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein, was ihr sagt. Mit dem Mars hier bei euch im Haus der Kommunikation kann es sein, dass ihr auf andere belehrend wirkt oder besonders dominant auftretet im Gespräch, auch wenn es gar nicht so gemeint ist. Und durch den Merkur, der jetzt rückläufig ist, kommt es auch noch leichter zu Missverständnissen. Es kann euch auch passieren, dass ihr in dieser Zeit durch Ausgaben im Urlaub ein Loch in eure Kasse reißt. Also passt ein bisschen auf euer Geld auf. Und wenn ihr zwischen dem 5. und 10. Dezember geboren seid, dann steht ihr ja gerade unter dem Einfluss von Neptun, dem Planeten der Romantik und der Heimlichkeiten. Dann kann es rund um die Mondfinsternis passieren, dass eure Loyalität zu eurer festen Beziehung getestet wird. Falls ihr Solo seid und jemanden kennenlernt in dieser Zeit, schaut genau hin, ob die Person nicht selbst schon in einer festen Beziehung ist. Insgesamt glaube ich aber, dass euch der Juli gut gefallen wird, weil ihr so schöne Reisesterne habt und weil es euch Freude machen wird, Pläne zu machen und interessante Leute kennenzulernen. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.